Ja, schönen guten Nachmittag. Ich freue mich, dass noch so viele da geblieben sind. Ich berichte aus der Schweiz, habe keinen Schweizer Dialekt, lebe aber schon seit 12 Jahren dort. Und wie Sie sich sicherlich vorstellen können, ist Lehrgut ein rares Gut in der Schweiz. Ich bringe ein Beispiel aus Basel, das Gundeldinger Feld, welches wir vor 15 Jahren, eigentlich vor dem Abbruch, wie es eben schon erwähnt wurde, gerettet haben. Abbruch, weil natürlich in der Schweiz gerne neu gebaut wird, Wohnungsbau. Die Wohnungsnachfrage ist in den Innenstädten Basel und Zürich ein großes Thema. Ganz kurz zum Anfang, vielleicht nochmal eine kontextuelle Einbettung, wo liegt das Gundeldinger Feld? Ah, das ist jetzt genau das Problem, ich muss zwei Computer bedienen. Das Gundeldinger Feld liegt eigentlich aus der innerstädtischen Perspektive, sprich von der Großbasler Seite, also am Rhein, eher an einer Randlage. Also wir haben das Problem, oder nicht das Problem, vor 15 Jahren, dass das Gundeldinger Feld abseits hinter dem Bahnhof liegt, also sozusagen die ganze innerstädtische Infrastruktur, dieses Quartier, das Gundeldinger Feld, was man vergleichen kann vielleicht mit Wilhelmsburg in Hamburg oder mit Neukölln in Berlin, sozusagen eine natürliche Abseitsstellung hatte. Noch dazu sieht man weiter im Süden, haben wir große Lagerflächen und Güterbahnhöfe. Also es ist wirklich aus dieser innerstädtischen Perspektive eine Randlage und war auch lange Blindfleck von Basel. Doch zunächst erst nochmal einen kurzen Überblick über die Schweiz. Sie sehen ganz unten links diesen roten Fleck, das ist Genf, nicht dass Genf leer steht. Das Umweltamt für Umwelt, also Bundesamt für Umwelt, hat vor einigen Jahren zusammengetragen, wie viel Leerstand es gibt. Und es gibt zusammengezogen eine Fläche der Größe von der Stadt Genf. Da sind natürlich die ganzen Bergregionen, die ja auch im Schrumpfungsprozess sich bewegen, noch nicht enthalten. Vor allen Dingen haben wir Leerstand in den ruralen Gebieten, das sind dann Industrieareale, es sind aber auch vor allen Dingen militärische Standorte. Heute bei Denkstadt, ich bin in dem Planungsbüro seit gut 4 Jahren, beschäftigen wir uns mit einem sehr interdisziplinären Team aus Architekten, Soziologen, Städtebauern, das ganze Setting, parallel an vielen Orten mit der Umnutzung von Industriearealen. Da haben wir Maschinenfabriken, wir haben Walzwerke, wir haben Markthallen, wir haben auch seit neuestem 2 Brauereien, eine in Berlin, das Kindl-Areal, und wir haben Textilfabriken, zum Beispiel die ehemalige Hanro-Textilfabrik in Basel-Liestal. Die Areale kommen zu uns auf ganz unterschiedliche Weise. Mal sind es die Zwischennutzer, die plötzlich vor dem Abbruch stehen, die dann als Experten des Alltags zu uns kommen und auch fragen, wie kann man eben diese Areale vor dem Abbruch retten. Und gleichzeitig gibt es aber auch Eigentümer, die plötzlich mit ihrem Areal von mehreren 10.000 Quadratmetern überfordert sind, wie sie die sozusagen auch wieder nutzen oder umnutzen soll. Und auch wir gehen proaktiv durch die Schweiz und sehen natürlich, wo ist Leerstand oder wo ist gerade diese spezielle Umbruchphase. Nämlich diese Areale befinden sich ja immer in diesem Zustand des Nicht-Mehr oder Noch-Nicht. Sie sind in dieser Warteschlaufe und in diesen Warteschlaufen, in denen sich diese Areale entwickeln, kommen wir oft dazu. Und natürlich sind diese Areale, auch wenn sie verlassen sind, nie leer. Es gibt immer noch irgendwelche Spuren, Geschichten. Es gibt verschiedenste Nischenproduktionen. Und es gibt natürlich auch ganz einzigartige Raumqualitäten, wie wir ja auch hier in den Hallen sehen. Das ist etwas, was man nicht mehr so neu bauen würde. Ja. Sprechen wir also von einem Experimentierfeld im urbanen Raum, einer offenen Form, wie das Christopher Dell und Bernd Knies für die gesamte Stadt eigentlich immer formulieren, also einer offenen Form, die durch und mit seinen Nutzerinnen erweitert und gestaltet wird. Das sieht auch so aus, dass in den letzten 15 Jahren diese Aneignung der unterschiedlichen Nutzer stattgefunden hat. Wir haben Schritt für Schritt diese alten ehemaligen Maschinenhallen wieder gefüllt. Es ist auch so, dass wir mittlerweile die Halle wieder zweifach mit den Nutzern, die wir heute auf der Warteliste haben, auffüllen könnten. Also die Nachfrage in Basel ist sehr, sehr groß. Und wir haben ganz unterschiedliche Nutzer. Wir haben ein Hostel, wir haben eine Kletterhalle, wir haben den Schuster, wir haben eine Brauerei,
Wir haben eine Zirkusschule, wir haben eine französische Schule, wir haben einen kleinen Mittagstisch. Also auch diese vielfältigen Angebote, die man sich im urbanen Raum wünscht, versammeln sich dort und bilden für das Quartier eine neue Nachbarschaft. Jetzt die Frage, wer sind die Akteure vor Ort, die den Prozess begleiten? Wer sind die Experten des Alltags? Wie werden die zukünftigen Nutzerinnen in die Transformation eingebunden und was sind deren Motive? Da gibt es ein sehr schönes Bild von meinen Büropartnern. Das ist vor 15 Jahren in unserem heutigen Büro entstanden, weil auch unser Büro ist natürlich in situ, also sprich vor Ort. Barbara Buser, für die ich heute hier spreche, sozusagen in Vertretung meiner Büropartnerin, unten links in dem gelben Pullover. Irene Wicker, Erik Honecker mit dem orangenen Hemd und ganz außen Pascal Biedermann sind heute der Kantensprung AG. Die Kantensprung AG ist aus der Denkstadt heraus sozusagen eine Tochtergesellschaft oder eine Tochterentwicklungsgruppe. Und vielleicht noch vorweg, Frau Buser hat vor 20 Jahren die Bauteilbörse in der Schweiz gegründet. Also wir sind sehr, sehr aktiv dabei, keine neuen Pissoirs oder keine neuen WCs zu installieren, sondern wir suchen wirklich bis zum Türgriff immer noch auch nach wiederverwertbaren und brauchbaren Baugegenständen. Wie kam das Areal zu der Kantensprung AG? Das kam über einen Zeitungsartikel. Barbara Buser selber ist Quartierbewohnerin und sie hat gesehen, das Areal steht zum Verkauf. Sie ist zu Sulzer, zu dem Eigentümer gegangen, hat gesagt, ich will das kaufen. Dann haben die gesagt, ja, was bieten Sie? Sie hatte keine Ahnung, hat dann mal so in ihrem Freundeskreis rumgefragt und hat gesagt, 12 Millionen. Da ist die Sulzer AG drauf eingestiegen. Die Gebäude waren sozusagen restlos wertlos, weil Abbruch, Neubau. Und Frau Buser hat damals gesagt, kommt nicht in die Tüte, wir behalten diese Gebäude. Wir brauchen eigentlich nur noch drei oder Investoren, die uns das Land kaufen, dass wir dann als Kantensprung AG das Gundeldinger Feld im Baurecht übernehmen können. Und so ist es auch gekommen. Es sind jetzt drei Pensionskassen, Schweizer Pensionskassen, die dort investiert haben, die das Grundstück sozusagen dem Markt entzogen haben und der Kantensprung AG für 90 Jahre im Baurecht übergeben. Und die Transformation dieses Areals vor Ort findet auch immer noch statt. Und die vorherigen Redner haben heute Nachmittag sehr viele Beispiele gebracht, wie denn dann auch diese zukünftigen Nutzer eingebunden werden in diese Prozesse. Wir versuchen das offen, transparent, das ist hier das Beispiel vom Ziegelhof Brauerei im Liestal, die wir gerade übernommen haben für eine Pensionskasse. Und man sieht dieses Ameisengewusel. Am Anfang ist es noch sehr diffus. Es schwirren viele Ideen im Raum. Es hat auch viel mit Abschied und Neubeginn zu tun. Es stecken ganz immanente Möglichkeiten und Dispositionen in den Räumen. Das ist zum Beispiel die ehemalige Abfüllhalle. Energetisch gesehen eine Katastrophe, aber rein atmosphärisch natürlich ein sehr, sehr spannender Raum. Die Frage ist, was macht man damit? Das versuchen wir herauszufinden mit den Akteuren. Wir haben dann auch Vertreter der Stadtbehörden, wir haben die Nachbarn, wir haben aber auch den Hauswart eingeladen zu dieser Zukunftskonferenz. Das ist für uns der Schlüsselakteur, der Hauswart, der weiß, der hat einfach dieses Wissen, der weiß, wo die Lichtschalter sind, der weiß, wo der Notstrom ist. All diese Erfahrungswerte, die beziehen wir mit in unsere Praxis mit ein. Gemeinsam mit all diesen Akteuren legen wir dann die Ziele fest. Das sind dann wirklich auch diese Workshops-Verfahren, das sind Interventionen, wir kochen, wir essen, also wirklich das Ganze drumherum und legen das in einem sogenannten Nutzungskonzept auf oder ab, wo wir aber immer wieder darauf Bezug nehmen. Es ist nichts für die Schublade, sondern dieses Nutzungskonzept begleitet uns eigentlich die ganze Zeit. Es wird dann immer konkreter. Die zukünftigen Mieterinnen sind unsere Bauherren mitunter. Das ist hier ein Beispiel aus Winterthur, das ist die Genossenschaft Zusammenhalt. Alles keine wirklichen Architekten, aber natürlich Experten, die mitreden wollen. Es ist nicht immer ganz einfach, so einen Haufen Senioren zu steuern oder auch wieder auf die Spur zu bringen. Es gibt natürlich viele Wünsche, aber auch da ist es spannend, dass man sehr nah im Dialog mit den Akteuren am Ort arbeitet. Wir arbeiten auch mit verschiedenen Architekten, meistens mit den Architekten lokal vor Ort. Auch die haben natürlich immense Wissensschätze, auf die wir zurückgreifen. Und schlussendlich, man sieht es jetzt, entwickelt sich dann ein Diagramm. Es gibt unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Rollen. Wichtig ist, dass man eben auch Zuweisungen macht und sagen kann, okay, wir haben jetzt hier in Winterthur den Arealverein. Der Arealverein, der kümmert sich dann um ganz spezifische Aufgaben in dem Areal. Der übernimmt die Gestaltung des Außenraums, der übernimmt die Kommunikation und Kultur
oder entwickelt auch das Verkehrs- und Mobilitätskonzept mit. Das heißt, wir sind auf Augenhöhe, diskutieren in einem diskursiven Verfahren regelmäßig mit dem Arealverein, der wiederum auch die Mieter und Mieterinnen vertritt. Also es handelt sich um einen sehr dynamischen und dialogischen Prozess. Um- und Weiterbauen ist Handlung bzw. immer wieder Verhandlung, wie Elke Krasny in ihrem Plädoyer für eine Architektur der Einmischung schreibt. In diesem partizipativen Prozess mit den heutigen und zukünftigen Nutzenden, so schreibt sie weiter, werden die eigentlichen Ressourcen der Stadt erschlossen. Die lokalen Produktionskreisläufe werden aktiviert, das lokale Wissen am Ort gebunden und eingesetzt. Dazu kommt jetzt der Baustandard, der eben auch erwähnt wurde. Wie arbeiten wir dann mit den Nutzenden, aber auch mit dem Bestand selber? Das ist eigentlich in dem Prinzip hinzufügen, hinwegnehmen, also eine sehr programmatische Vorgehensweise. Wir arbeiten nicht auf Vorrat, sondern wir schauen wirklich mit Weitsicht, was braucht es, oder vielmehr, was kann eigentlich bleiben. Das Ziel ist auch wiederum den Investoren, die eigentlich sagen Abbruch und Neubau, weil dann kann man mehr Bruttogeschossfläche generieren, aufzuzeigen, dass man im Bestand in demselben Fußabdruck eigentlich nochmal die doppelte Ladung an Fläche einbringen kann. Also man kann Zwischenböden einsetzen, man kann aufstocken, also viele Gebäude bieten sich dafür an, auch die Hallen, dass man in gewissen Weisen zwei oder drei Stücke aufbaut, aber diese Areale geben auch immer wieder die Möglichkeit, dass man anbauen kann, also sozusagen das Weiterschreiben. Das ist ein Beispiel vom Gundelinger Feld, wo man auch wieder Böden eingezogen hat, da ist heute Yoga und Bewegung, Tanz und diverse Kurse, da sieht man, dass man mit den Zwischenböden eigentlich diese Halle verdoppelt hat, also die Grundfläche verdoppelt hat. Und das sind natürlich bei den Grundstücks- oder Quadratmeterflächen sind das natürlich dann gleich Tausende von Quadratmeter mehr mietbare oder vermietbare Fläche, die wir haben. Dasselbe machen wir im Prinzip des Wegnehmens. Wir nehmen ganze Wände weg, wir nehmen auch ganze Dächer weg. Dadurch entstehen eigentlich wie neue Typologien in diesen Arealen. Wir haben plötzlich das Atrium, wir haben plötzlich einen gedeckten offenen Raum oder eine offene Halle, wo man auch plötzlich neue Zugänge hat. Neue Zugänge heißt auch direkte Anlieferung. Wir haben es nämlich gerade auch wirklich hier mit einem Gewerbe oder auch wirklich mit produzierendem Gewerbe zu tun. Die sind froh, wenn sie ihre Anlieferungen direkt vor die Werkstatt machen können. Und es bedeutet natürlich auch, dass wir mehr Licht, Luft haben und dass man auch ganz andere Räume wieder belichten kann, was natürlich dann auch wieder vermietbare Fläche generiert. This is not a plan, das heißt, wir wissen nie, was passiert. Wir entwickeln die Areale in dem Sinne eines Open-End-Urbanism mit ganz unterschiedlichen Akteuren und gestalten mit ihnen diesen Transformationsprozess, in welchen jeder der Zwischenschritte in sich funktioniert. Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, die Areale sind in einer permanenten Entwicklung. Es sind manchmal ganz kleine Interventionen, die wir machen. Es sind manchmal auch größere bauliche Interventionen, die notwendig sind oder die sich aus, aus einem Bedarf an mehr Fläche natürlich dann auch generieren. Diese iterative Herangehensweise bedeutet auch die Möglichkeit einer permanenten Justierung im laufenden Betrieb. Zurückgreifen können wir dabei auf einen großen Erfahrungsschatz in der Projektentwicklung und Projektsteuerung von über 15 Jahren. Und auch wesentlich für uns ist natürlich, dass wir diesen Wissenstransfer dieser unterschiedlichen Konstellationen, dieser unterschiedlichen Areale immer wieder zurückgreifen und auch aktivieren können. Und dennoch ist festzuhalten, dass diese lokalspezifische Mischung, dieser Mix nicht wirklich planbar, also vorhersehbar ist. Bruno Latour schreibt das, Lucius Burkhardt schreibt das auch. Also man kann das natürlich so, diese Vielschichtigkeit und diesen Nutzungsmix so nicht einfach planen. Aber man kann ihn natürlich befördern und unterstützen. Die Ideen entwickeln sich situativ an und mit dem Ort durch den Gebrauch, durch die Eigenlogik der bestehenden Struktur. Kein Areal gleicht dem anderen. Unser Prinzip des ergebnisoffenen, motivbasierten Vorgehens unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten bleibt, der begleitet uns. Und das Schöne ist, dass unsere Arbeit eigentlich nie langweilig wird. Wir erleben immer wieder Überraschungen, wir erleben auch immer wieder Unvorgesehenes. Und dadurch merken wir aber natürlich, dass die Areale auch ihren eigenen Charakter haben
und auch ganz neue Themen, also ganz zukunftsweisende Themen oder auch gesellschaftskritische Themen hervorbringen und damit uns auch fördern und herausfordern. Wir lernen dazu. Ja, und was entsteht? Es entstehen Räume für Möglichkeiten, Räume für Experimente und das ist, glaube ich, in der Schweiz und auch spezifisch in den Städten ein ganz wesentlicher Punkt. Es braucht Räume, wo man wirklich, wir hatten es heute auch schon, dieses Scheitern, Trial and Error, das geht nicht nur darum, das in der Planung zu machen, sondern es geht natürlich auch darum, das in der Alltagspraxis zu erleben, also wirklich Orte zu haben, die einem nicht gleich Hals und Kragen kosten, wenn man investiert hat. Also wirklich Orte des Experimentes, Orte des Versuchs. Die Räume haben eine sehr hohe Vielfältigkeit und Kleinteiligkeit. Und was ganz besonders schön ist, ich habe gerade vor 2 Tagen wieder eine Führung miterlebt durchs Gundelinger Feld. Was wirklich toll ist, es ist so eine alltägliche Geschäftigkeit. Also es kommen die Kinder aus der französischen Schule, die nächste kommt ihr Gemüse abholen im Gemüseabo. Es ist irgendwie, es hat wirklich so ein, auch was Durchfließendes, es ist keine Sackgasse, sondern man kann durch das Areal gehen. Es ist sozusagen auch für manche ein Shortcut. Also es ist so eine ganz Alltäglichkeit. Es ist nicht irgendwas Artifizielles, sondern es ist Alltag. Und ganz wichtig erscheint uns in diesem Kontext, wir haben gerade verschiedene Areale, die heute Industrieareal sind und natürlich aus Investorensicht liebend gern in Wohnquartiere umgezont werden sollen. Und uns erscheint es sehr, sehr wichtig zu sein, dass es eben diese urbanen Produktionsstätten gibt, dass man die auch erhält und dass die auch einen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass eigentlich die Produktion wieder zurück in die Stadt kommen kann und auch zu der Vielfältigkeit beitragen, weil mit Wohnen ist einfach das Gewerbe nicht mehr möglich. Das sind die Alltagsszenen aus dem Gundelinger Feld, wenn man morgens so zur Arbeit geht. Wir haben natürlich auch Veranstaltungen, also es ist wirklich von 8 bis 24 Uhr Betrieb. Und das Ganze haben wir festgehalten in einem Buch. Ich halte das kurz hoch, das kann man bei uns im Verlag kaufen. Wir haben auch die anderen 3 Areale, die wir gerade entwickelt haben, festgehalten. Es sind, wie ich eben gesagt habe, nicht abgeschlossene Prozesse. Wir sind immer noch dabei und wenn Sie vorbeikommen möchten, auch das ist möglich. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.